Der Codein-Cocktail ist billig, leicht herzustellen und extrem gesundheitsschädlich. Das synthetische Rauschgift zerstört das Immun- und das zentrale Nervensystem. Gliedmaßen sterben ab. Krokodilabhängige leben nach dem ersten Schuss durchschnittlich noch ein Jahr. Die Inhaltsstoffe gibt es in jeder russischen Apotheke rezeptfrei. Eine fatale Gesetzeslücke. Razzia im Drogenviertel von Jekaterinburg. Der Polizist steigt ein, weil sich die Junkies in ihrer Wohnung verbarrikadiert haben. Die Kriminalpolizei wird von Fahndern der privaten Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift unterstützt. Sie haben einen gemeinsamen Gegner, die Horror-Billigdroge Desomorphin, auch genannt Krokodil. Hinlegen ihr Penner mit der Schnauze auf den Boden. Hinlegen, sage ich, Hände hinter den Kopf. Michael Polutarny ist einer von 15 Fahndern der privaten Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift. In solchen Flaschen lösen sie Codeintabletten mit Benzin auf. Dann klopfen sie so lange, bis sich das reine Codein ablagert. Anschließend kommt das Pulver mit anderen Zutaten auf den Herd. Das hochgiftige Zeug macht sofort abhängig. Der Heroinersatz heißt Desomorphin oder einfach nur Krokodil. Komm her, rück die fertigen Spritzen raus. Ich habe nichts. Komm her, Denise, wo ist das Zeug? Ich habe nichts gekocht, ich habe ein Geschwür. Du lügst, das verrät der beißende Gestank. Nein, ich habe ein Geschwür am Arm. Wo ist der Stoff, Denise? Ich habe nichts. Wo? Ich habe nichts. Was bist du nur für ein elender Waschlappen? Überall sind Spuren von dem Dreckszeug. Wo sind die aufgezogenen Spritzen? Ich habe nichts. Wegen des Abszesses kann ich nichts nehmen. Unsinn. Du jagst dir Krokodil, notfalls auch in den Hintern. Desomorphin wird von russischen Junkies Krokodil genannt, weil die Haut an der Einstichstelle starke Falten wirft. Diese Drogenhöhle gehört Denis Schagarotsky. Seine Eltern haben ihm die Wohnung vererbt. Denis ist mit 14 auf die schiefe Bahn geraten. Wie viele andere junge Russen hat auch er mit Alkohol angefangen. Dann kamen Aufputschtabletten und Speed. Schließlich ist er beim billigen Heroinersatz Desomorphin gelandet. Der Krokodilkonsum kann nicht hart bestraft werden, weil alle Inhaltsstoffe frei verkäuflich sind. Wegen dieser Gesetzeslücke wird Polizist Robert Rafikow versuchen, Denise durch einen Kunstgriff hinter Gitter zu bringen. 2 Jahre, weil er aus seiner Wohnung einen Drogenumschlagplatz gemacht hat. Wie heißen Sie? Viktor Ivanov. Katja Nesterova, Fahnderin der privaten Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift, führt über die Krokodilszene Statistik. Du Trottel landest bald in der Leichenhalle. Warum hast du überall blaue Flecken? Wer hat dich verprügelt? Andere Junkies? Nein. Halt die Hand vor, wenn du hustest. Krokodil-Junkies leben ein Jahr. Das gilt für euch alle. Euch bleibt nur noch wenig Zeit. Ich weiß. Der Stoff macht eure Organe kaputt. Ihr verfault. Was haben Sie hier gefunden? Wir haben eine Spritze mit Watte und Asche gefunden. Eine Art Filter, um Desomorphin zu reinigen. Hier ist ein Schnapsgläschen mit Asche und Watte. Das werden wir später alles einpacken und beschlagnahmen. Im Labor können wir Desomorphin-Spuren nachweisen. Das alles ist nicht besonders viel, aber das macht nichts. Diese Drogenküche werden wir so oder so dicht machen. Hier wurde über einen längeren Zeitraum massenhaft Krokodil produziert, sonst würde diese Bude nicht so übel aussehen. Это абсцесс, он сюда колол,
Abszess kommt von der Droge. Denise hat die Spritze falsch angesetzt und an der Vene vorbeigeschossen. Dieser Morphin löst einen Fäulnisprozess aus. Wenn er Pech hat, muss ihm der Unterarm amputiert werden. Zeig deine Hände. Alles voller Jod. Leg den Verband weg, gleich kaufen wir einen neuen. Der linke Arm ist stark geschwollen, richtig deformiert. Überall Desomorphin unter der Haut. Habe ich recht? Habe ich recht? Ja. Welchen Effekt hat die Droge? Das weiß ich nicht. Ich habe Desomorphin nie probiert. Aber ich sehe, was es anrichtet. Denise ist 21. Schau ihn dir an, den kleinen Mistkerl. Die beiden Fahnder der privaten Antidrogenorganisation sind ehemalige Heroinabhängige. Ihre Chefs bezahlen sie nach Leistung. Deswegen fixieren Katja und Michael alle Details. Je mehr Rauschgift beschlagnahmt, die Somaphin-Küchen geschlossen und Drogenproduzenten eingesperrt werden, desto höher ihr Gehalt. Bessere Assistenten kann sich die Polizei wohl kaum vorstellen. Was genau ist die Somaphin? Wie stark ist die Abhängigkeit, körperlich und seelisch? Es ist ein Heroinersatz. Krokodil wird aus Kodeintabletten gemacht. Mach das schnell abhängig. Du wirst genauso schnell abhängig wie von Heroin. Psychisch und physisch? Ja, mit heftigen Entzugserscheinungen. Du denkst immer nur an den nächsten Schuss. Wie viel kostet Desomorphin? Ich weiß es nicht genau. Eine große Spritze kostet rund 300 Rubel, 7 Euro. Für wie viele Leute reicht das? Was meinen Sie? Ach so, es reicht für 4 Leute. Also 4 Schüsse. Ja. Und was kostet Heroin, Michael? Ein Heroinschuss kostet pro Nase 1000 Rubel, 30 Euro. Ein Krokodilschuss kostet pro Person nur knapp 2 Euro. Krokodil, eine Droge für Arme, billig und zerstörerisch. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines dieser Morphinabhängigen liegt bei etwas über einem Jahr. Die meisten Konsumenten sterben an Organversagen. Victor versucht, den eitrigen Abszess an Dinis Arm zu desinfizieren. Katja und Polizeileutnant Rafikov suchen nach versteckten Desomorphinspritzen, der sogenannten Kubatura. Wann hast du mit Krokodil angefangen? Vor einem halben Jahr. Warum? Ich weiß nicht. Erklär warum. Meine Mutter und mein Vater sind bei einem Autounfall gestorben. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Irgendwann habe ich Krokodil probiert und bin hängen geblieben. Wenn ich nicht ins Gefängnis muss, will ich in die Entzugsanstalt der Antidrogenorganisation gehen. Aus Sicherheitsgründen legen wir euch Handschellen an, sagt Polizist Rafikov. Alle sogenannten Krokodilschiki müssen jetzt auf die Wache. Dort wird entschieden, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Unten stellt ihr euch alle in einer Reihe auf. Neben der Jagd auf Junkies und Dealer hat die private Antidrogenorganisation Stadt ohne Rauschgift noch ein zweites wichtiges Betätigungsfeld, die Entzugsanstalt. Therapieteilnehmer kochen für Therapieteilnehmer. Dreimal am Tag gibt es was zu essen. In dieser Reha-Anstalt wohnen knapp 250 Männer. Der Entzug dauert ein Jahr, kostet insgesamt ca. 2.100 Euro. Prozent der Männer sind ehemalige Krokodilschiki, der Rest ist heroinabhängig. Der Aufenthalt in der Entzugsanstalt ist freiwillig, genommen wird nur, wer bereit ist zu arbeiten.
Das ist unsere Werkstatt. Arbeit ist ein Teil der Therapie. Geld gibt es dafür nicht. Die Einnahmen fließen in die Fondskasse. Jeder macht, was er kann. Autos reparieren, Holz hacken oder Häuser bauen. Die Organisation Gorod bez Narkotikov, Stadt ohne Rauschgift, finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und die Beiträge der Therapieteilnehmer. Michaels Chef, Ex-Alkoholiker Jewgeni Malonkin, achtet darauf, dass seine Mitarbeiter kein Geld abzweigen. Du fährst jetzt ins Büro und druckst mir die Kontoauszüge aus. Ich habe kein Passwort. Das gebe ich dir und ich zeige unseren Gästen die Quarantäne. Neuankömmlinge müssen hinter diesen Gittern kalt entziehen, ohne schmerzlindernde Medikamente. Die Quarantäne dauert knapp einen Monat. Die Quarantäne ist die erste Stufe unserer Reha. Die Männer müssen hier genau 27 Tage ausharren. Momentan sind 50 Süchtige in diesem Raum. Ihre Ernährung wird auf ein Minimum reduziert. Sie sollen entschlacken. Die Therapieteilnehmer werden von der Außenwelt weitgehend abgeschottet. Sie sollen sich mit ihrer Lage konfrontieren. Die Therapieplätze bei Stadt ohne Rauschgift sind begehrt, denn der Staat bietet nichts Vergleichbares an. Jeder kann 4 Stücke Brot nehmen. Ich habe im Internet über Gorod bez Narkotikov gelesen, wollte aber nicht hierher, weil ich Angst vor Handschellen hatte. Vielleicht kannst du mir ein paar gefesselte Männer zeigen. Es gibt hier keine Handschellen mehr. Dafür haben wir jetzt überall Videokameras. Im Nebenraum kontrollieren Malonkins Mitarbeiter die Therapieteilnehmer auf Schritt und Tritt. In der Quarantäne hängen 4 Kameras, 3 oben und eine unten. Wir können alle Gespräche mitverfolgen. Falls einer durchdreht, sich oder anderen was antun will, können wir sofort eingreifen. Auch auf der Toilette sind die Männer immer unter Beobachtung. Tag und Nacht. Wir haben Infrarotkameras. Und wenn wir etwas genauer sehen wollen, zoomen wir ran. Einen Monat nach der Razzia in der Desomorphin-Küche tritt Denise den Entzug an. Diese Bilder hat Jewgeni Malonkin gedreht. Was hast du an den Händen? Jod. Warum bist du erst jetzt aufgetaucht? Ich hatte Angst. Was? Ich hatte Angst, dass er mich schlagt. Hast du hier irgendeinen gesehen, der Prügel bekommen hat? Nein. Wer hat dich so zugerichtet? Dreh dich um. Wo kommt diese Wunde her? Nach der Razzia hat mich die Polizei überraschend schnell wieder laufen lassen, weil ich unbedeutend sei. Ich habe gleich wieder Krokodil gekocht. Irgendwann konnte ich aber nicht mehr. Dann haben mich die anderen verprügelt, gezwungen zu produzieren. Andere Junkies? Ja. Denise unterschreibt die Freiwilligkeitserklärung. Danach warten 27 Tage Quarantäne auf ihn. Schau dich um, Denise. Hier sind Dutzende Jungs, denen es so geht wie dir. Was denkst du? Ich bin geschockt. Was erwartest du von der Reha? Ich hoffe, dass ich Krokodil vergesse und irgendwann normal arbeiten kann. Malonkin gibt der Gesundheitsministerin die Schuld für die Desomorphin-Schwemme. Wo die inhaltige Präparate sind frei verkäuflich. Es gibt keine Rezeptpflicht, weil die Pharmaindustrie so besser abzocken kann. Ein paar Bonzen kassieren, zehntausende Junkies gehen jährlich zugrunde. Der komplette Pharmasektor wird von der russischen Gesundheitsministerin Golikova kontrolliert. Moskau.
Unser Team will von der russischen Gesundheitsministerin Tatjana Gorlikova wissen, warum es keine Rezeptpflicht für den Krokodilrohstoff Kodein gibt. Tatjana Alexejewna, deutsches Fernsehen. Warum sind Kodeintabletten immer noch frei verkäuflich? Sie kennen doch das Disomorphin-Problem. Gorlikova ignoriert die Vorwürfe der Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift. Kodeinhaltige Schmerz- und Hustentabletten bleiben frei verkäuflich. Etwa 700.000 Krokodilschiki kommen weiterhin problemlos an den Basisstoff für Disomorphin. In diesem staatlichen Krankenhaus verteidigen Professoren Gorlikovas Kodeinpolitik. Suchtarzt Michael Sobin meint, man könne der Bevölkerung wegen einiger Drogenabhängiger keine Rezeptpflicht für Hustentabletten aufdrücken. Sobin kritisiert Stadt ohne Rauschgift. Die Organisation Gorod bez Narkotikov ist Thema vieler Reportagen. Man kann ihre Methoden nicht als Rehabilitierung bezeichnen. Es ist vielmehr eine Art Isolationshaft. Ob der Aufenthalt wirklich freiwillig ist, wage ich zu bezweifeln. Schwer zu sagen, ob so eine Anstalt eine Daseinsberechtigung hat. Man darf Drogenkranke nur für kurze Zeit in Quarantäne stecken, wenn sie in akuter Lebensgefahr sind. Wer das Therapie oder Reha nennt, hat vom Fach keine Ahnung. Die Mitarbeiter der privaten Anti-Drogen-Organisation lassen sich von ihren Kritikern nicht aus dem Konzept bringen. Jewgeni Malonkin und seine Kollegen greifen die Gesundheitsministerin weiter scharf an. Ihre jüngste Anti-Kodein-Kampagne heißt Russen töten Russen. Die Presse soll der Pharmaindustrie und Gorlikova einheizen, ihnen Gier und Profitsucht vorwerfen. Wenn Kodein nur noch schwer zu kriegen ist, wird Disomorphin, Krokodil, bald verschwinden. Weniger Rauschgiftabhängige bedeutet weniger Kriminalität. Sie können sich vorstellen, wie viele geklaute Handtaschen, Handys, Pässe und Geldbeutel wir regelmäßig in Disomorphin-Höhlen finden. Dicht machen. Hier wurde über einen längeren Zeitraum massenhaft Krokodil produziert, sonst würde diese Bude nicht so übel aussehen. Der Abszess kommt von der Droge. Denise hat die Spritze falsch angesetzt und an der Vene vorbeigeschossen. Disomorphin löst einen Fäulnisprozess aus. Wenn er Pech hat, muss ihm der Unterarm amputiert werden. Zeig deine Hände. Alles voller Jod. Leg den Verband weg, gleich kaufen wir einen neuen. Der linke Arm ist stark geschwollen, richtig deformiert. Überall Disomorphin unter der Haut. Habe ich recht? Ja. Welchen Effekt hat die Droge? Das weiß ich nicht. Ich habe Disomorphin nie probiert. Aber ich sehe, was es anrichtet. Denise ist 21. Schau ihn dir an, den kleinen Mistkerl. Die beiden Fahnder der privaten Anti-Drogen-Organisation sind ehemalige Heroinabhängige. Ihre Chefs zugerichtet, dreh dich um. Wo kommt diese Wunde her? Nach der Razzia hat mich die Polizei überraschend schnell wieder laufen lassen, weil ich unbedeutend sei. Ich habe gleich wieder Krokodil gekocht. Irgendwann konnte ich aber nicht mehr. Dann haben mich die anderen verprügelt, gezwungen zu produzieren. Andere Junkies? Ja. Denise unterschreibt die Freiwilligkeitserklärung. Danach warten 27 Tage Quarantäne auf ihn. Schau dich um, Denise. Hier sind Dutzende Jungs, denen es so geht wie dir. Was denkst du? Ich bin geschockt. Was erwartest du von der Reha? Ich hoffe, dass ich Krokodil vergesse und irgendwann normal arbeiten kann. Malonkin gibt der Gesundheitsministerin die Schuld für die Disomorphin-Schwemme. Kodinutski, seine Eltern haben ihm die Wohnung vererbt.
Denise ist mit 14 auf die schiefe Bahn geraten. Wie viele andere junge Russen hat auch er mit Alkohol angefangen. Dann kamen Aufputschtabletten und Speed. Schließlich ist er beim billigen Heroinersatz Desormorphin gelandet. Der Krokodilkonsum kann nicht hart bestraft werden, weil alle Inhaltsstoffe frei verkäuflich sind. Wegen dieser Gesetzeslücke wird Polizist Robert Rafikow versuchen, Denise durch einen Kunstgriff hinter Gitter zu bringen. 2 Jahre, weil er aus seiner Wohnung einen Drogenumschlagplatz gemacht hat. Wie heißen Sie? Viktor Ivanov. Katja Nesterova, Fahnderin der privaten Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift, führt über die Krokodilszene Statistik. Du Trottel landest bald in der Leichenhalle. Warum hast du überall blaue Flecken? Wer hat dich verprügelt? Andere Junkies? Nein. Halt die Hand vor, wenn du hustest. Krokodil-Junkies leben 1 Jahr. Das gilt für euch alle. Euch bleibt nur noch wenig Zeit. Ich weiß. Der Stoffs bezahlen sie nach Leistung. Deswegen fixieren Katja und Michael alle Details. Je mehr Rauschgift beschlagnahmt, die Sommerfienküchen geschlossen und Drogenproduzenten eingesperrt werden, desto höher ihr Gehalt. Bessere Assistenten kann sich die Polizei wohl kaum vorstellen. Was genau ist Desormorphin? Wie stark ist die Abhängigkeit, körperlich und seelisch? Es ist ein Heroinersatz. Krokodil wird aus Kodeintabletten gemacht. Macht es schnell abhängig? Du wirst genauso schnell abhängig wie von Heroin. Psychisch und physisch? Ja, mit heftigen Entzugserscheinungen. Du denkst immer nur an den nächsten Schuss. Wie viel kostet Desormorphin? Ich weiß es nicht genau. Eine große Spritze kostet rund 300 Rubel, 7 Euro. Für wie viele Leute reicht das? Was meinen Sie? Ach so, es reicht für 4 Leute. Also 4 Schüsse. Ja. Katja und Polizeileutnant Rafikow suchen nach versteckten Desormorphinspritzen, der sogenannten Kubatura. Wann hast du mit Krokodil angefangen? Vor 1/2 Jahr. Warum? Ich weiß nicht. Erklär warum. Meine Mutter und mein Vater sind bei einem Autounfall gestorben. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Irgendwann habe ich Krokodil probiert und bin hängen geblieben. Wenn ich nicht ins Gefängnis muss, will ich in die Entzugsanstalt der Anti-Drogen-Organisation gehen. Aus Sicherheitsgründen legen wir euch Handschellen an, sagt Polizist Rafikow. Alle sogenannten Krokodilschiki müssen jetzt auf die Wache. Dort wird entschieden, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Unten stellt ihr euch alle in einer Reihe auf. Unten stellt ihr euch alle in einer Reihe auf. Neben der Jagd auf Junkies und Dealer hat die private Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift noch ein zweites wichtiges Betätigungsfeld, die Entzugsanstalt. Therapieteilnehmer kochen für Therapieteilnehmer. 3-mal am Tag gibt es was zu essen. In dieser Reha-Anstalt wohnen knapp 250 Männer. Der Entzug dauert 1 Jahr, kostet insgesamt ca. 2.100 Euro. Prozent der Männer sind ehemalige Krokodilschiki, der Rest ist heroinabhängig. Der Aufenthalt in der Entzugsanstalt ist freiwillig, genommen wird nur, wer bereit ist zu arbeiten. Das ist unsere Werkstatt. Arbeit ist ein Teil der Therapie, Geld gibt es dafür nicht. Die Einnahmen fließen in die Fondskasse, jeder macht, was er kann, Autos reparieren, Holz hacken oder Häuser bauen. Die Organisation Gorod bez Narkotikov, Stadt ohne Rauschgift, finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und die Beiträge der Therapie.